Ja, das soweit jetzt die Geschichte rund um den Torwart. Ich denke, das kann man natürlich lange darüber diskutieren. Momentan haben wir noch Farid Mondragon und sollte auch bis zum Ende der Saison wird er natürlich auch spielen. Und dann müssen wir halt für die neue Saison schauen, was wir machen. Also das wird sicher noch eine Aufgabe für das Management heute. Auf jeden Fall. Also man sollte eher langfristig gucken, wer gerade bei den Torhütern auf dem Markt ist. Ich sehe es nicht so kritisch wie Martin, wenn Enke auf dem Markt ist, dann sollte zumindest versucht werden, das zu realisieren. Meine persönliche Meinung, dann für die nächste Saison gibt es eigentlich dringende Baustellen, die gelöst werden müssen, das sind die Außenbahnen und insbesondere kreative Mittelfeld. Und dann bin ich bei Lars Lese, schon seit etlichen Jahren sage ich auch immer, wo ist das System? Was will dieser Verein auf lange Sicht spielen? Das werden wir sehen, hoffentlich im neuen Jahr, weil dann hoffentlich auch noch Bundesliga-Fußball der Fall sein wird. Ich würde gerne nochmal auf das Cottbus-Spiel zurückkommen, aber eigentlich auch nochmal auf das Gladbach-Spiel. Ich glaube, wir haben alle sehr gelitten als Fans, dass der 1. FC Köln das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, dieses Derby, verloren hat. Die Art und Weise wie. Jetzt haben wir gestern 2:0 gewonnen. Martin, ist damit die Scharte ausgewetzt? Ganz sicher nicht. Das muss auch das nächste Derby gegen Gladbach andauern, bis man da wieder die Scharte auswetzt. Ich glaube, jeder FC-Fan hat unzählige Gladbach-Fans, Kollegen, Bekannten, im Freundeskreis, die jetzt egal, ob es absteigen, was Herrgott bitte eintreten darf und sollte. Aber unglaubliche Nase und FC-Fans über hochtragen, irgendwo auch zu Recht. Das Derby hat seinen eigenen Charakter. Und das war schon tiefe Schmach, den FC vielleicht durch eine tolle Leistung bei Leverkusen wieder zu Hause etwas gerade biegen könnte. Das war ein ganz bitterer Tag für den FC. Genauso wie das Hinspiel über so ein Königstag für jeden Fan war, dass der Novakovic vor der Gladbach-Kurve letzte Minute da selber live da ist, da denke ich jetzt so ein Gänsehaut dran zurück ist. Und genauso wie Gladbach haben das Spiel mit Recht, wie sie jetzt in Köln gewonnen haben, ist für sie auch schön. Aber das war schon ein Genickschlag für die Fanseele. Ich als Wirt musste leiden, dass die Gladbach-Fans bis 3 Uhr hier mir den Tresen rumgesoffen haben und ich mein Geschäft gemacht habe, aber sehr unwillig. Aber nee, das war auch von der ganzen Darbietung her wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ja, das ist aber wirklich auffällig, dass die FC-Fans sagen, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber manchmal lieber die Derbys gewinnen und der Abstieg ist mir egal, so ungefähr. Die Gladbach und Dicken, glaube ich, so. Ich glaube, die waren so euphorisch, dass denen ist das wichtiger. Die hassen uns ja, glaube ich, noch mehr als wir sie eigentlich. Wir sind ja die arroganten Großstädter und das ist die Landbevölkerung, die bei der Geschichte seit den 60er Jahren. Das ist Quatsch, um Gottes Willen. Natürlich ist es unglaublich viel wichtiger, Erstklasse zu spielen, nur als Fan, was hat man? Das sind dann die Derbys, das ist das Kribbeln. Und auf lange Sicht hinaus wird es für den FC wahnsinnig schwierig, überhaupt sich noch weiter zu steigern, zu den Platz 11, Platz 10. Wenn man dann die nächsten Jahre vielleicht überhaupt gesichert Bundesliga spielt, ist das schon ein Riesenerfolg in den letzten 10, 15 Jahren. Da ist natürlich das Schönste, dann die Derbys auch entsprechend als Saison-Highlights haben. Ähnlich Schalke, Leverkusen. Wobei Leverkusen ist ja eigentlich ein. Das haben wir jetzt auch einen Fachmann hier. Lars Lehre, die haben für alle Vereine gespielt. Wenn ich das richtig verfolgt habe, auch für Borussia Mönchengladbach in der zweiten. Wie empfindet das jemand, der für alle drei Vereine gespielt hat? Leverkusen, Köln und Mönchengladbach. Ja, eine Rivalität, ein Derby muss es geben. Also ich habe in England auch gespielt, da ist das Ganze nochmal eine Ecke, härter. Noch extremer aus Köln-Gladbach. Ja, das können Sie mir schon glauben. Ich glaube Sie. Nochmal eine Ecke härter. Gut, wie sieht man das? Es ist manchmal ein Problem, wenn man bei drei Vereinen gespielt hat und auch irgendwo alle drei Vereine aus einer anderen Perspektive kennengelernt hat, als die der Fan kennt. Ja, man lernt dann auch Leute drumherum kennen und lernt ja auch schätzen. Und deswegen ist für mich diese Derby-Geschichte gar nicht mehr so groß, weil ich weiß, dass jeder Verein eine komplett andere Struktur hat, auch eine andere Tradition, andere Beweggründe, Fußball zu spielen, Sachen umzusetzen. War ja als vermeintlicher Werksclub mit einer überragenden Infrastruktur und so weiter, im High-End-Stadion jetzt, mit tollen jungen Spielern, FC mit von Ausländern gespickten Mannschaft, in einem überragenden Stadion mit einer einzigartigen Stimmung und Stadt Köln liebens- und lebenswert. Und die Gladbacher halt so ein bisschen als ständiger Underdog, die Jäger der Großstädter, die dann versuchen, uns dann mindestens zweimal im Jahr zu ärgern. Und so sollte man das sehen. Das Problem ist, ich mache jetzt auch im Rahmen meines Fußballlehrerlehrgangs das Praktikum bei Bayer Leverkusen ein Jahr begleiten. Und dann wäre ich natürlich ein Lügner, wenn ich sagen würde, dann wächst dann die Mannschaft nicht als Herz. Also Patrick Helms und so weiter, auch Simon Wolf, das sind echt unheimlich liebenswert, nette Jungs, die genauso fleißig sind wie jeder andere Fußballer in dieser Liga. Und dann sagt man auch natürlich, wenn ich
eigentlich mit denen im Trainingslager, wenn man unterhält sich, man tauscht sich aus, dann wünschen wir ihnen auch noch Gutes, wenn gleich der aber kein Geheimnis ist, dass ich ja lange Südkurven Mitglied war und dazu auch spiele und auch sicherlich geboren habe. Ja, da kann man gar nicht an. Da will man ja auch gar nicht. Und man hat dann nicht mehr diese ganz Verbissenheit, die hat man nicht mehr. Wie ich damals in Leverkusen unterschrieben habe, kam meine Freude, alle Bekannte zu den Pillendrehern gehen. Und ich habe diesen Club kennengelernt und es war der liebenswerteste, familiärste, geführte Club, in dem ich je gespielt habe. Mhm. Ja, wo alle immer sagen, plastik, steriler Club, das war eine sensationelle Zeit. Und dann sieht man das vielleicht mal einfach ein bisschen anders. Klar, ist eine andere Perspektive, die werden wir Fans nicht kommen. Wollen wir ja auch gar nicht. Nee, immer so, es gibt Grenzen. Wobei ich das ein bisschen schwer, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Bei mir verkehren ja auch durchaus gelegentlich Spieler und Trainer, Manager bei Leverkusen. Ich kann Ihnen wirklich nur vom guten Tag sagen, aber unglaublich sympathisches Auftreten durch die Bank, auch uns Kölnern gegenüber, weil die haben das ja gar nicht so die Gladbacher. Wir sind ja für die auch eher der akzeptierte, nicht so bekloppte große Bruder. Das ist dann auch eher zum Schmunzeln. Wenn man so ein bisschen von, fühle mich so ein bisschen als Kind der Südkurve, auch von dieser Emotion mal wegkommt. Nach das, was bei Leverkusen finde ich, ist das nicht dieses, was danach sehe, das England schilderte oder was ich mit Gladbach empfinde. Das ist dann ja auch so eine Wurzelei mit einem wirklich gut geführten Verein. Ich finde es vorbildlich. Rolfes, Helmes und so weiter. Da stehe ich als Fan des deutschen Fußballs vor und dann toll, was da passiert. Egal, wie sie aktuell gerade Probleme haben. Aber ich finde, aber der ist ein guter Trainertyp. Und den Beispielen setzen sie am Abend. Ich weiß. Ja, aber trotzdem wollen wir auch beim nächsten Spiel schlagen. Um Gottes Willen. Also was mir persönlich wehtut, ist ein Patrick Helmes in Leverkusen spielen zu sehen. Ich halte das für. Aber das steht du nicht alleine. Für einer der Fehler, die man gemacht hat. Das hätte nicht sein müssen. Ich denke, das ist eine Sache, die wir auch ausreichend, wurde ja auch unter den Fans in den Foren, natürlich auch in den Medien generell diskutiert. Das war natürlich ein Riesenfehler. Wie er jetzt zustande gekommen ist, werden wir wohl nie so genau erfahren, aber er ist nun mal jetzt weg und dann müssen wir klarkommen. Wobei da, ich weiß nicht, wie die Zeit aussieht, ich verstehe nicht mehr ganz den großen Fehler. Der FC war Zweitligist im Mittelmaß, hat einen Trainer Latour, also bei Leverkusen damals noch mit Tabellendritter, da reisen ins Krankenhaus zum Helmes, Völler, Meschke, Holzer, also jeden Tag, dass der Junge sagt, boah, das ist die Fußballwelt, die ich gerade nicht habe, wenn ich gegen Koblenz und so weiter spiele. Ich weiß gar nicht, ob der FC, wie es die Fans mal fühlen, die große Chance hatte, überhaupt einen Helmes zu halten. Tut weh, es ist schlimm, aber hätten sie gehabt. Gut, das sind die Insta-Informationen, dann breche ich hier wieder ab. Ja, ich würde das gerne natürlich jetzt hören. Ich weiß ja, dass der Pet hat noch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er absoluter FC-Sympathisant ist, auch weil er in Siegen groß geworden ist. Er ist ja auch ein großes Einzugsgebiet für den ersten FC Köln. Hat er nie einen Hilfsmittel gemacht. Ja, aber mehr möchte ich jetzt ins Vorbild. Ich denke, das ist auch eine Thematik, die jetzt noch vorbei ist. Das ist vielleicht wollen wir ja irgendwann auch mal wieder, wenn die absteigen, aber. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Nein, ich denke, wir sollten uns vielleicht mal ein paar Worte darüber verlieren, und zwar im nächsten Block, über die Aussichten jetzt im Spiel sportlich. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr das aufstellen würdet, wie ihr so ein Spiel angehen würdet, Taktik, Wiederbeton anrühren, die Auswärtstaktik zu Hause spielen. Das machen wir gleich.